Der 29. Oktober. In Fernsehen und Radio wird rund um die Uhr vor dem nahenden Hurricane Sandy gewarnt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich vor dem Superstorm Sandy in Sicherheit zu bringen. Staten Island und Long Island werden bereits evakuiert, ebenso Teile Lower Manhattans. New York ist leer wie nie und alle Geschäfte sind geschlossen. Die Stadt scheint wie ausgestorben. Unseren Tagesplan für heute können wir in den Hudson River schmeißen. So spazieren wir, wie alle anderen Touristen, recht planlos durch die Straßen von New York. Die New York Public Library ist wie alle anderen öffentlichen Gebäude heute natürlich geschlossen. Die bekannten Löwen am Eingang wurden von Edward Clark Potter geschaffen. In den 30er Jahren, während der Zeit der Großen Depression, bekamen die beiden Löwen die Spitznamen Geduld und Tapferkeit, weil man dachte, genau dies seien die Eigenschaften, die die New Yorker nun bräuchten, um die Große Depression durchzustehen. Die New York Public Library ist eine der führenden Bibliotheken der Vereinigten Staaten von Amerika. Seit April 2012 bietet die Bücherei über 800.000 digitalisierte Bücher aus ihrer Sammlung online an. Schön langsam werden Wind und Regen immer stärker. Schier unglaublich, wie leer und trostlos die City jetzt ist. Wir überlegen, bereits heute zum Grand Central Terminal zu gehen, um dieses zu besichtigen. Aber natürlich stehen wir da vor geschlossenen Toren. Ebenso wie beim benachbarten Chrysler Building kein Eintritt möglich ist. Da der Regen und der Wind immer stärker werden, beschließen wir, den Weg nach Hause anzutreten. Unterwegs gibt es immer wieder vereinzelte, offene Shops, wo wir noch ein paar Nahrungsmittel und Getränke einkaufen können. Wer weiß, wie lange wir in den nächsten Tagen in unserem Zimmer gefangen sein könnten. Ein Kunstwerk aus Konservendosen wirkt irgendwie seltsam im Moment. Am Heimweg passieren wir die St. Malachy's, the Actors' Chapel. Vielleicht wären ein paar Gebete kurz vor der Ankunft des Hurricanes nicht unangebracht. Die folgende Nacht verbringen wir mehr oder weniger schlafend in unserem Hotelzimmer. Gegen Mitternacht beginnt der Hurricane Sandy über New York City zu wüten.